Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 49 von Simotrans Kooperation. Ja, sind wir drin im Spiel. Der Michael hat geschrieben, dass wir in Dortmund noch irgendwas machen müssen. Schauen wir mal gerade nach. Hier sind wir, 6 Felder, dem Bahnhof, am Rathaus. Richtig? Ja, der fehlt uns noch. Dahin. Dorthin. Und da, sowie... da, oder das sind 2, 4. Es müssen noch 6 werden. Wie hat er es gemacht? Hat er auch geschrieben. Ah, er hat es hier verlängert noch. Und dann ist die Strecke da verändert worden. Okay, das kriegen wir auch hin. Machen wir, denke ich mal, genauso. Ist vielleicht am einfachsten, ne? So. Das würden die 2 Felder ergeben. Dann... Und die Strecke nach Süd, ach, insgesamt da wahrscheinlich rüber, okay. Das würde bedeuten, ein Gleis weg und eins hin, ne? Das ist ja auch ganz gut. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier so hinkriegen. Ja, das sieht ja schon relativ gut aus. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen rauszoomen, ne? Wie war das mit rauszoomen? Geht. Kriegen wir das Ganze hin? Obwohl ich jetzt schon am Überlegen bin, ob man das dritte Gleis nicht lässt wegen dem Güterverkehr und Personenverkehr, oder? Dann muss ich noch weiter rüber. So, jetzt ist das schon mal prima, oder? Dann müssen wir da rein. Machen da das 15er Signalrad raus. Okay, und dann setzen wir das erste Mal hier hin. Und das letzte setzen wir da hin. Ist das richtig? Ich glaube schon, ne? Aber er hat hier keins gesetzt am Ende. Das steht jetzt da. Die Frage, ob so oder nicht so, ne? Das Signal da auf jeden Fall weg. So, jetzt haben wir 2 in diese Richtung und 1 in die Richtung. Okay, das würde bedeuten, hier noch was ändern. Würde ich jetzt so machen, ne? Und da ist ein Signal im Bahnhof, das machen wir noch weg. Und das weg. Das weg, so. Ob das richtig ist oder gut ist, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann mal beschauen. Wir können dann überlegen, wie wir das hier noch hinkriegen oder so. Keine Ahnung. Also hier würde ich schon mal die Schleife noch weiterziehen. So, ne? Der kommt da, fährt da gleich durch. Hier gibt es auch einen, der kann da durchfahren. Das würden wir vielleicht mit der Linie für den Personenverkehr machen, dass wir hier vielleicht den Dingens setzen. Aber da müsste man darauf achten, wie die anderen fahren, ne? Da kommt ja schon ein Güterzug. Schauen wir gleich mal, wie der da durchfährt. Ach ne, wir müssen sogar erst noch was wegreißen. Und zwar dieses hier. Na, das war ja richtig gut wieder. So, jetzt ist das auf jeden Fall klar. So ganz gefällt mir das noch nicht hier, ne? Dann machen wir, glaube ich, so nochmal. Und... den weg. So könnte das gehen, oder? Die Frage, ob der noch sein muss. Ich glaube, der muss auch nicht sein. So, der kommt von da, fährt da lang, kann auch da lang fahren. Der kommt von dort und fährt da lang. Ja, der muss ja immer da lang fahren. Und da sehen wir schon, der fährt auf jeden Fall da in der Außenbahn lang. Das heißt, wir verändern gleich in der Mitte den Dingens. Personenverkehr soll der in der Mitte nehmen dann. Gucken wir gleich.
Und vielleicht machen wir das mit der Kohlebahn auch, dass wir da einen Zwischenhalt reinsetzen. So, das ist ja einer unserer Kohlezüge, ne? Genau. Linie ändern. Gucken wir mal rein. Hamm Kohlekraftwerk ist da unten. Dortmund Zeche ist ja da oben. Tja, wie sollte man das hier organisieren? Einfügen. Ach so, die können da nicht rüber. Das heißt, ich füge mal definitiv hier den freien Wegpunkt ein und der ist schon mal falsch. Der freie Wegpunkt muss da eingefügt werden. Hamm Kohlekraftwerk, freier Wegpunkt, passt. Ich setze mal einfach Zweier da erstmal hin. Und der soll auf jeden Fall hier lang fahren. Was er dann macht, ist in Anführungsstrichen ja nicht so entscheidend. Zurück kann er sowieso nicht anders. Passt erstmal. So, hier unten müssen wir jetzt aber noch was machen, damit der Personenverkehr besser rüberkommt. Ich ziehe es einfach gerade durch. Und setzen ein Signal auf jeden Fall hier hin. Ach, warte mal, nee, das ist verkehrt rum. So ist richtig rum, ne? Dieses Signal kann dann woanders hin. So, oder? Boah, das sehe ich jetzt gar nicht. Auf welcher Seite dieses Signal jetzt steht, ne? Aber es müsste ja... Das ist die schwarze Seite, das heißt, es ist... Boah. Richtig schwierig. Vielleicht fährt da ja mal irgendwann noch einer lang, aber zurzeit wirklich nicht, ne? Ich drehe mal an der Schraube. Aha. Jetzt haben wir den Verkehr, der kommt von da. Gut. Das heißt, wir haben eine Linie Dortmund-Hamm. Da steht die alte Adler noch drauf. Und bei die Saxonia fährt da auch noch drauf. Von Dortmund nach Hamm. Genau. Das heißt, die Linie ändern wir mal. Dortmund-Kohlezeche fährt da auch an. Okay, das können wir so lassen. Dann fährt er zum Rathaus. Da werden wir einen zweiten Bahnsteig machen, wie der Michael schon geschrieben hatte. Da ergibt sich gerade wieder ein kleines Problem, dass er nicht lang genug sein wird. Das heißt, zwei Felder nach da bedeutet auch gleichzeitig, doch hier durchzuziehen. Und von da nach da weg. Und von da nach da weg. Geht jetzt gerade nicht, weil der Zug da lang fährt, ne? Fahr mal bitte ein bisschen schneller gerade um die Ecke. So. Jetzt mache ich erstmal das Gleis dahin. Nicht das Gleis, den Bahnhof dahin. Das passt. Das Signal kommt da weg. So, da haben wir Signal so reinfahren. Und hier müssen wir das Signal setzen, dass da keine Einfahrt ist. Ich hoffe, das passt so. Er fährt immer da rein und da raus. Da können wir das jetzt nicht setzen. Wir können das hier verhindern, dass er da reinfährt, ne? So, jetzt nochmal hier hin. Dortmund Kohlezeche ist jetzt da. Fährt dann zum Rathaus. Welcher Haltepunkt ist das? Das ist der. Den werden wir jetzt ändern.
machen wir jetzt dorthin. Der ist richtig, den löschen wir. So, dann geht's nach Hamm. Intercity-Gleis Hamm, ja, ja. Das hier musste... Kann man auch hier leider, wenn man das rüberziehen können, ne, oder? Machen wir einfach mal. Hamm-Kohlekraftwerk fährt er dann lang. So, das mittlere Gleis möchte ich gerne als Gleis für Personenverkehr nehmen. Das heißt, wir fügen da nochmal einen Punkt ein und das ist hier. Und da auch nochmal, sonst kommt er noch auf den Trichter umzudrehen. Dann Hamm Rathaus. Und der soll hier halten. Und dann Hamm Kohlekraftwerk. Fährt er darüber, ist okay, können wir so lassen. Und dann Hamm Rathaus da drüben hin, ist auch okay. So, einer muss hier weg und das ist der. So, Wegpunkt da, dann dahin. Dann dahin und von dort aus nach da. Passt. Und dann Rathaus da. Und von dort aus wieder nach Hamm zur Kohlezeche. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig gemacht. Einzigste, ja, Rückweg gibt es nur einen. Dann passt das jetzt, glaube. Oder jetzt kommt gleich die Meldung, geht nicht. So. So, dann depotmäßig, hat der Michael schon geschrieben, muss da noch einer raus. Und den wechseln wir dann aus. 5, 6, 7, 8, 9, 1. Und der geht dann halt auf die Linie Dortmund-Hamm. Und starten. Und die andere können wir dann ausmotten. Das ist die Saxonia. Die steht jetzt gerade da und das ist der richtige Knopf. Nach da unten hin. Passt, glaube ich. Der fährt nach da links, okay. Müssen wir mal gucken, ob das so richtig ist. Bin ich mir nicht 100% sicher, könnte aber was werden, oder? Wenn wir den da lang gemacht hätten, dann... Den Knoten müssen wir nochmal bearbeiten, glaube ich. Gut. Hier sieht es doch einigermaßen noch aus. Okay. So. So, Dortmund zwei Gleise hatte Michael auch geschrieben. So, dann müssen wir nochmal in die Übersicht. Und der Michael hatte geschrieben, dass irgendwo, da ist der Main, das wird Kassel sein, Würzburg ist glaube ich ein bisschen weiter rechts. Das müsste Würzburg hier sein, oder? Ne, das ist Chemnitz, da bin ich ja voll falsch. Steht es da dran, ne? Da ist Kassel, dann ist da Würzburg. Gut, jetzt sind wir bei Würzburg. Was hat er denn geschrieben? Hannover Würzburg, stauen sich an bald allen Haltestellen Passagiere, die Linien ändern und mit Startpunkt 5 Würzburg auswählen. Als Startpunkt 5 Würzburg auswählen. Jetzt verstehe ich jetzt nicht ganz, was der Michael möchte. Warte, das ist Hannover, Würzburg. Das müsste die Linie sein. Was ist denn da verkehrt?
Ich soll bestimmten Dingens einen Zug draufsetzen und den als Startpunkt 5, das verstehe ich jetzt als einziges so, könnte es sein. Wo ist denn unsere Nürnberger Geschichte? Hier irgendwo. Zu weit Norden? Nee, weiter Süden. Wenn ich es falsch verstanden habe, dann bitte nochmal melden, Michael. Aber hier definitiv soll noch ein Zug hin, aber diesmal nicht, unsere Standardsache, sondern hier einfach nur 10, weil wir sonst eine Überkapazität an, Postanhänger hätten. 8, 9, also noch einer, 10. Der auf die Hannover-Schiene auch drauf. Hannover-Würzburg. Starten wir. Und den nehmen wir dann da raus und gehen hier in den Fahrplan und dann auf 5 Würzburg starten. Das meinte der Michael, will ich hoffen. Gut, nicht Linie ändern, sondern nur den Fahrplan von dem Zug anders einstellen. Gut, okay, das sollte laufen. Erlangen. Nürnberg-Ingolstadt bekommt auch noch einen reinen Personenzug. Runter müssen wir noch. Ich glaube, jetzt bin ich zu weit. Da ist Nürnberg, oder? Der fährt gerade raus. Und hier muss ich das gleiche nochmal mit dem Personenzug machen. Fehlgeklickt, da muss ich hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Erlangen, Nürnberg, Ingolstadt. Da sollen sich in Nürnberg die Leute stauen. Der fährt auch los. Können den ja mal gerade auf dem Schirm nehmen. Der da gerade rausgefahren ist. Die Lok gehabt. Das ist unser neuer ja auch. Den nehmen wir auch gerade da raus. Jeweils 300 Leute fahren da mit. So. Was fehlt, ist noch der Zug. Unser Museumszug. Den möchte der Michael auch noch hierher schicken. Und dafür brauchen wir, glaube ich, eine neue Linie. Dahin. Neue Linie. Und von dort nach, komm schon, dort soll er fahren. Das passt dann. Die neue Linie heißt dann Museumszug Nürnberg Erlangen. Passt auch. Linie ist angeschafft. Dann müssen wir ja eigentlich ins Depot, wo die Nürnberger Geschichte ist. Aber ich kann ja eigentlich auch Hamm-Dortmund, war das? Dortmund-Hamm, so, da auf die Linie gehen. Dann komme ich zum Adler und weise dem Adler jetzt die neue Linie zu. Der ist es und starte die Geschichte und will hoffen, dass das klappt. Den beobachte ich mal gerade kurz. Dazu. Das kann zu. Das kann auch zu. So, hier unten. Was ist da für ein Problem? Okay, der hat Gegenverkehr. Ja, aber ich glaube, das wird nicht auf Dauer so schlimm sein. Wo ist er? Er ist da. In der Nähe von Erlangen. Die haben verschiedene Fahrziele, ne? Der fährt nach Würzburg dann weiter. Das passt schon. Gut. Der schafft es gar nicht aus dem Lokschuppen raus, oder wie sehe ich das? Oh, ja, das sieht auch nicht gut aus, ne? Gut, probieren wir es mal mit Signalen zu lösen. Gucken, ob das geht. Sieht aber nicht gut aus, weil der da lang will wahrscheinlich. Ja, ist so. Lupe.
Der Kohlezug. Fahrplan. Dahin. Und fährt er nochmal in den Bahnhof zurück. Klappt es dann vielleicht? Wo fährt denn der jetzt hin? Ah, jetzt dreht er wahrscheinlich gleich um, oder? Nein. Ach so, der hat schon ein Signal da vor seiner Nase und kann deswegen nicht. Super. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das hier noch zu probieren. So, jetzt fahren sie zwar durcheinander, aber das muss jetzt sein, wegen der eine andere Lösung gerade nicht da ist. Machen wir gerade schneller ein Stück. So, nochmal gerade schneller, dass der Einer schon weg ist. Und dann da nochmal eine Fahrplanänderung, wieder nach Dortmund Kohlezeche, dann passt es wieder, ne? Also hier haben wir noch ein Problem, fahrtechnisch. Der ist jetzt auch noch hier rausgekommen, passt ja natürlich auch noch. So, das ist gleich hier in Grün nochmal passiert. Nur, dass der nächste Zug da war. Aber ich weiß, welcher der war, der da drehen muss, ne? So. Den nochmal angepackt. So, jetzt ist er weg. Jetzt nochmal das Ganze in der Hoffnung, dass es diesmal klappt. So, jetzt ist der Stau aufgelöst wohl. Gut, okay. Hä? Zumachen. Der kann weiterfahren. Da ist auch schon 19 von 480 Sackpost drin. Das ist ja richtig viel. Hier unten haben wir vollgeladen. 300 Passagiere. Einer nur nach Ingolstadt, der Rest nach Ingolstadt Rathaus. Okay, die wollen alle nach Ingolstadt. Der wird dann auch sein Plus kriegen. Hier sind wir bei 144. Das wird wohl auch werden. Und hier wartet er auf freie Strecke. Und ja, das ist ja auch kein Ding, egal. Lassen wir mal so, ne? Gut, kurze Übersicht über die Haltestellen. Da geht's lang. Ah, 900, 400, alles klar. Göttingen, 2000. Hamm. Okay, da sind's Hamm und Moment, das ist innerstädtisch. Da müssen wir mal gucken, dass wir das auch hinkriegen. Okay, lassen wir es aber erstmal für die Folge sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.